Hallo, heute gibt's im Opti-Grill XL in der Backschale dieses leckere Kartoffelgratin. Das Rezept könnt ihr natürlich auch für die anderen Opti-Grill-Größen anwenden. Und als erstes tausche ich mal die untere Grillplatte des Opti-Grill XL aus und setze die Backschale ein. Das ist hier die XA7268. Dann habe ich 1 Kilogramm Kartoffeln geschält und der wird jetzt hier gehobelt. Das sind mehlig kochende Kartoffeln. Und falls ihr jetzt die kleine Backschale habt, nehmt ihr hier einfach 750 Gramm. Als nächstes wird Muskatnuss dazugerieben. Das gibt es als Gewürzpulver, aber noch besser ist, wenn ihr hier eine frische Muskatnuss nehmt und das so drüber reibt. Also auch reichlich drauf, dann auch reichlich Pfeffer dazu. Dann natürlich Salz. Also ihr seht, das ist ordentlich gewürzt. Jetzt kommt die Sahne dazu. Wenn ihr jetzt die XL-Schale habt, nehmt ihr hier 400 Gramm Sahne. Falls ihr die kleine Schale nutzt, dann reichen 300 Gramm. Jetzt wird noch eine Zehe Knoblauch dazu gepresst. Und so ist das dann perfekt gewürzt. Jetzt mische ich das einmal gut durch. Wer sich nicht einsauen will, der nimmt jetzt einfach einen Löffel oder irgendwas ähnliches. Und dann lassen wir das mal ein paar Minuten ziehen. Und füllen es dann in die Backschale um. Das müsst ihr dann dort gut verteilen drin. Am besten drückt ihr das mit der Hand so ein bisschen an, sodass die Flüssigkeit auch wirklich oben drauf steht. Und ihr seht, die Backschale ist dafür gut ausgelegt. Es ist noch ein bisschen Platz nach oben. Aber viel mehr sollte man nicht reinmachen, dass es oben nicht überkocht oder anbrät oben an der Grillplatte. Also ich denke, das ist schon ganz gut von der Füllung. Jetzt schließe ich den Opti-Grill und dann wird der manuelle Modus Orange ausgewählt. Falls ihr jetzt den Elite habt, dann wählt ihr die Stufe 210 Grad aus. Der Opti-Grill heizt jetzt auf und währenddessen nehme ich schon mal diesen Appenzeller Käse. Der wird jetzt gerieben, damit ich den gleich nach einer halben Stunde über das Kartoffelgratin drüber streuen kann. Das sind jetzt ungefähr 50 Gramm, aber das könnt ihr auch einfach nach Gefühl machen, je nachdem, wie viel Käse ihr oben drauf haben wollt oder ob ihr überhaupt Käse drauf haben wollt. Nach 35 Minuten manuelle Stufe Orange 210 Grad sehen wir, dass das Ganze schon sehr schön aussieht. Jetzt kommt der Käse oben drüber. Man kann es natürlich auch jetzt direkt drüber reiben, würde auch funktionieren. Und jetzt muss das Ganze nur noch überbacken werden, dass der Käse schön geschmolzen ist. Dazu lasse ich den manuellen Modus auch auf der Stufe Orange weiterlaufen. Und schließe den Opti-Grill wieder und jetzt warten wir nochmal 10 Minuten ab. Das heißt, insgesamt dauert dieses Gericht 45 Minuten in der Backschale. Und ihr seht, das sieht super aus. Der Käse ist schön am Brutzeln und es duftet sehr lecker in der Küche. So gefällt mir das. Jetzt nehme ich die Backschale raus. Dazu könnt ihr die einfach an den Griffen anfassen und auf den Tisch stellen. Und jetzt schauen wir uns das noch einmal von der Nähe an. Das sieht doch super aus, oder? Esst ihr eigentlich euren Kartoffelgratin auch mit Käse oder lasst ihr den weg? Jetzt nehme ich hier einen Pfannenwender. Müsst aufpassen, dass ihr keinen aus Metall nehmt, um die Teflonschicht nicht kaputt zu machen. Und dann nehmt ihr euch einfach eine gute Portion heraus auf den Teller. Und ihr seht, das würde für einige Personen reichen. Als Beilage zumindest, als Hauptgericht ist vielleicht für 1-2 Personen gut. Noch ein bisschen Pfeffer drauf und ihr seht, das sieht super aus. Und ist mega zart auch hier, wie man hier mit der Gabel durchgehen kann. Und schmeckt richtig gut. Also das kann ich euch echt empfehlen, mal nachzumachen. Wirklich ein sehr leckeres, einfaches Gericht. Also 45 Minuten Stufe Orange. Bis zum nächsten Mal, euer Benny.